Hallo, eine kleine Aufgabe zu Flächeninhalten und Umfängen ebener Figuren. Ein Rechteck ist 9 cm breit und 3 cm länger, als es breit ist. Was hier vielleicht noch fehlt, fertige eine Skizze dieser Situation an, berechne den Umfang, berechne die Fläche dieses Rechtecks. Ja, dann zeige ich mal, wie das geht. Du darfst das natürlich gerne selber ausprobieren. Du darfst selber rechnen, halt den Film so lange an und guck dir erst danach die Lösung an, dann bringt es am meisten. Also, skizziere die Situation. Ein Rechteck hat erstmal eine Seite. Und diese Seite hat zwei Eckpunkte A und B. Ja, man darf ruhig A und B mit dazu schreiben, ist jetzt alles so in der Aufgabe nicht gesagt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.